Hallo zusammen und willkommen zurück bei Soraya Millionaire. Ich will euch heute mal auf drei Sachen hinweisen. Zum einen sieht es so aus, als ob Soraya uns zu Weihnachten ein kleines Geschenk macht. Es gibt nämlich einen extra Mix-Cup oder Mix-Tournament, in dem wir zusätzlich Limited-Karten über den Threshold gewinnen können. Da gehen wir gleich drauf ein. Dann machen wir einen kurzen Rückblick auf die letzte Game Week, in der es geschafft habe, in dem All-Star Division 4 den 0,02 ETH Threshold abzugreifen. Und da will ich auch kurz auf was eingehen, auf das ihr aufpassen müsst, weil ich es verbockt habe. Und ich denke, das kann öfters vielleicht vorkommen. Ich weiß nicht, ob das nur ein Fehler in der Datenbank von Soraya Data ist oder wo der Fehler entstanden ist. Auf jeden Fall habe ich auf was nicht geachtet und habe so Geld ausgegeben, das ich mir hätte sparen können, eventuell. Und zu guter Letzt schauen wir uns auch noch hier meine Belohnung an. Machen ein kleines Unboxing, also mal gucken, was dahinter steckt. So, dann gehen wir mal zuerst auf den Punkt ein, den ich zuerst angesprochen habe. Und zwar gibt es ein Xmas Special von Soraya. Hit over 205 points in our Xmas Special and you'll win a limited card. The top 100 will win brand new Soraya Merchandise. So, dann gucken wir mal kurz. Dieses Extra gibt es hier in unserem Tournament, in unserem Weekly Tournament. Und dafür sind die Anforderungen zugelassene Karten unique, super rare, rare oder limited. Und die minimale Durchschnittsbewertung der letzten 5 Spiele darf maximum 50 sein. Da gibt es wahrscheinlich jetzt nicht allzu viele vielleicht, die jetzt hier diesen Kriterien entsprechen. Aber immerhin kann man alles reinschmeißen in den Pot. Und das habe ich auch schon getan. Wenn wir uns mal die Aufstellung angucken, was natürlich so tragen kommt, ist, dass in Deutschland bzw. in der Bundesliga natürlich keiner spielen wird jetzt an Weihnachten. Bei mir sind jetzt die meisten Spieler entweder aus der türkischen Liga oder eben aus der Eredivisie, aus den Holländern, unseren Nachbarn. Ja, da haben wir hier im Tor Berke Öser zuletzt eigentlich ganz gut performt. Wallace Fortuna dos Santos. Ja, hier meine 10 gab aber nicht so prickelnd, aber davor eigentlich auch nicht schlecht. Dann hier den guten Kollegen Efecan Karaca, den habe ich mir jetzt erst gerade in der letzten Woche geleistet und der hat einfach mal wahnsinnige 92 Punkte performt. Ich habe ihn leider nicht aufgestellt. Und dann haben wir hier Jordi Clacy für AZ Alkmaar. Ja, scheint auch normalerweise relativ konstant um die 40 bis 50 Punkte zu performen. Und hier haben wir noch Bright Osai Samuel, der zuletzt hier mit 74 Punkten ordentlich Gas gegeben hat. Und da hoffe ich, dass er jetzt einmal anschließen wird. Also ich bin jetzt da eigentlich ganz guter Dinge, dass die Truppe es schaffen kann, da die 205 Punkte zu erreichen, den Threshold hier quasi abzugreifen und eine Limited Card zu gewinnen. Dann schauen wir mal, was das, wenn es klappt, was das für eine Karte sein wird. So, dann kommen wir zum zweiten Punkt, den ich angesprochen hatte. Wir gucken mal kurz auf die Performance von meinem letzten Team oder der letzten Game Week und den Fail, den ich dabei hatte. Und zwar hatten wir hier in der letzten Woche, das war die Game Week 227, war das mein All-Star Rare Team, was angetrieten ist. Manuel Riemann Performance von 8,4 Punkte überragend, nicht. Aber trotz dieser dem kleinen Ausrutscher hier im Tor, selbst diese 8,4 Punkte sind ja auch dazu beigetragen, dass ich meine Threshold erreicht habe. Also egal wie, es war gut, dass überhaupt jemand im Tor gestanden hat. Dann hier Sandy Walsh, Klasse 63 Punkte, Christopher Olsen, knapp 55, Patrick H., 72,4, also der Mann hat bisher wirklich super gepunktet, seitdem ich den geholt habe. Und hier Loic Lapoussin, auch neu eingekauft, als Kapitän gestellt, 93,8, hätte besser sein können, aber super, ich war super zufrieden, dass ich den 0,2 Threshold erreicht habe. Und jetzt komme ich nochmal kurz zu der Geschichte, wie oder warum, was mein Fail war. Und zwar wollte ich unbedingt letzte Woche in der Game Week 27 teilnehmen und musste deswegen noch neue Spieler kaufen. Mir hat ein Stürmer und ein Mittelfeldspieler gefehlt. Also auf Soraya Data gesucht und der erste Stürmer, den ich gefunden hatte, war, also ich habe hier mal die Seite aufgemacht, und zwar ganz normal nach Stürmer gesucht, Starter, sollte eben in der letzten Game Week spielen. Die restlichen Sachen waren eigentlich die gleichen, die sonst immer eingestellt waren. Und dann bin ich gefündig geworden bei Thibaut Sommers. Den wollte ich mir eigentlich schnappen.
Und hier als Vorwort gelistet, ja. Und habe dann alles hier durchgeklickt und habe mit den Kollegen geleistet. Ganz normal über ein Offer abgegriffen. Und als sie dann hatte und aufstellen wollten, konnte ich keinen Stürmer aufstellen. Und der wurde mir im Mittelfeld angezeigt. Und ich war erstmal verwirrt. Ja, aber leider hat sich dann rausgestellt, also hier steht er überall als Forward, ist er überall als Forward geführt. Aber der Kollege ist Midfielder. Ja, da habe ich leider nicht drauf geachtet, als ich die Karte dann gekauft habe. Also an der Stelle der Tipp an euch, wenn ihr Karten kauft und die selbst über so Rare Data raussucht, guckt nochmal auf die Karte, welche Position der Kollege spielt, bevor ihr sie wirklich kauft. In dem Fall habe ich dann nämlich den Midfielder gehabt. Und ich glaube aber, genau, nee, vorher hatte ich, nee, Quatsch, den habe ich mir erst gekauft, ja. Und dann weiß ich gar nicht, warum ich mir noch einen anderen geholt habe. Auf jeden Fall habe ich mir noch Christopher Olsen dann geholt und Loic Lapoisin. Also das war dann der Stürmer, der wirklich als Stürmer gespielt hat in der letzten Game Week. Und jetzt guckt euch aber mal an, die drei Spieler. Also ich habe mir die jetzt hier gerade geholt. Wenn ich jetzt nochmal draufklicke, hier Thibaut, am 13.12. für 0,96 ETH. Gut, der Kollege hat jetzt erstmal ein bisschen an Wert verloren. Schauen wir mal. Also bei dem bin ich eigentlich auch noch ganz guter Dinge, dass der auf jeden Fall auch noch steigen würde im Wert. Aber jetzt schaut euch mal die anderen beiden an. Christopher Olsen von 0,165 ETH geholt am 13.12. Und der Kollege ist heute jetzt einfach mal schon 0,205 wert. Best Market Price. Wahnsinn. Loic Lapoisin 0,18 und ist inzwischen wert 0,2. Also auch hier schon die 0,02 ETH geholt. Super. Und die zwei haben eben dazu beigetragen, dass ich meinen Threshold erreicht habe. Was will man mehr? Gut, dann schauen wir uns jetzt noch zum Abschluss, machen wir noch das kleine Unboxing von meinen zwei Belohnungen, die hier oben zappeln. Da gehen wir gerade mal drauf. Waren gestern die zwei Belohnungen. Ich meine, es ist ja eigentlich schon klar, was die eine ist. Die eine ist nämlich unser Ding Ding. Ah, das ist die Tier 2 Common Card. 24-jähriger Mittelfeldspieler aus Norwegen. Ja, Ivar Fossum. Gucken wir uns mal an dann gleich. Und hier 0,02 ETH Weltklasse. Die brauche ich nämlich jetzt auch noch, um einen Limited-Spieler zu kaufen, sodass ich in der Challenger Limited-Liga antreten kann in der kommenden Woche. So, dann sind wir am Schluss angekommen. Für alle, die bis hierhin zugeschaut haben, vielen lieben Dank. Ich freue mich wirklich wahnsinnig über zum einen Kommentare von euch. Ich bin auf jeden Fall dankbar für konstruktive Kritik. Ich bin für alles offen. Vielleicht habt ihr gehört, dass sich die Tonqualität gebessert hat. Ich habe mir ein neues Mikro geleistet. Mir macht es einfach Spaß hier. Ich hoffe, dass ich echt mit euch eine geile Community aufbauen kann und wir zusammen viele Erfolge hier bei So Rare feiern können. Also ich feiere das Spiel wahnsinnig und denke oder hoffe, dass ich euch da auch ein bisschen was von mitgeben kann, zum einen und zum anderen natürlich auch noch Content liefere, wie ihr oder wir zusammen besser werden. An der Stelle vielleicht auch nochmal, wenn ihr euch anmelden wollt bei So Rare, wenn ihr noch kein So Rare Spieler seid, könnt ihr euch gerne über meinen Affiliate-Link anmelden. Natürlich könnt ihr auch jeden anderen nutzen. Nutzt aber auf jeden Fall einen, denn ihr kriegt, wenn ihr 5 Karten gekauft habt auf dem Markt, kriegt ihr eine Karte, eine Limited-Karte geschenkt. Wenn ihr euch über meinen Link anmeldet, dann werdet ihr die Limited-Karte, die ich von euch als Affiliate bekomme, von mir geschenkt bekommen. Das heißt, ihr bekommt sogar 2 Karten geschenkt, wenn ihr euch über meinen Link anmeldet. Überlegt es euch, ich würde mich freuen. An der Stelle wünsche ich euch einen schönen Tag und reingehauen, meine Lieben.